Rote Rosen Vorschau für Folge 3329. Merle hofft, dass Gunthers Verhandlung vor Gericht auch sie wieder in ein besseres Licht rückt. Sie glaubt, dass sie die von Thomas empfohlene Landesförderung für den Öko-Umbau der Gärtnerei bekommen wird. Doch der Prozess geht verloren. Merle mutmaßt zu Recht, dass Amelie und Gregor den Gutachter bestochen haben. Als sie auch noch erfährt, dass deren Golfplatz ihr Konkurrenzobjekt bei der Förderung ist, sie die Nerven und ohrfeigt Gregor vor versammelter Presse. Tatjana und Paul genießen ihr Glück. Tatjana weiß nur nicht, wie sie Thomas die neue Entwicklung beibringen soll. Dann sieht Thomas per Zufall, dass Tatjana und Paul nun tatsächlich ein Paar sind. Erneut ist er tief verletzt. Ellen kann nach Olivers Abgang endlich nach vorne blicken. Als Carla ihr erneut den Posten der Sous-Chefin anbietet, sagt sie erfreut zu. Doch dann macht sie einen kostspieligen Fehler, den David entdeckt. Aber David erweist sich als verständnisvoller Freund. Gregor will seine Hoffnung auf Carla nicht aufgeben. Er gibt sogar Carla zuliebe die Umbaupläne für das Hotel auf. Dina bekommt Bammel vor der Geburt ihres Babys. Hannes überredet sie zur Entspannung durch Meditation. Sogar Ben macht mit,